Realität! Ja. Ja, guten Morgen. Wollen Sie was gegen die deutsche Mafia unternehmen? Wie bitte? Möchten Sie was gegen die deutsche Mafia unternehmen? Ja, sehr gerne. Haben Sie denn Informationen? Ja, da ist also bei Ihnen in Ihrem konkreten Zuständigkeitsbereich, da ist diese Oldenburger Straße 46. Ein Außenposten der deutschen Mafia. Würden Sie da mal hinfahren und eine Verbrecheransprache halten? Also ich muss Sie jetzt erstmal fragen, wollen Sie denn als VP aussagen, weil dann sind Sie auch gleich von Frontpersonen einzeln? Ich bin gerne bereit, gegen die deutsche Mafia auszusagen, natürlich. Ich bin ja Experte der internationalen Beziehungen und habe auch Politikwissenschaften und Soziologie studiert. Bin also auch Politikwissenschaftler und Soziologe. Insofern kann ich als Experte gegen die deutsche Mafia aussagen. Okay, alles klar. Dann nehmen Sie jetzt erstmal als VP ein. Wie Sie möchten. Machen Sie, was Sie für richtig halten. Hauptsache, Sie fahren hin in die Oldenburger Straße 46 und sprechen dort mit den Mafia-Angehörigen und machen eben eine Verbrecheransprache, dass die wissen, dass bald eine Festnahme erfolgt, dass die Zeit der deutschen Mafia abgelaufen ist, weil das ja im Internet gestreamt wird und die deutsche Bevölkerung es einfach nicht länger hinnimmt, dass die deutsche Mafia überhaupt existiert. Ja, dass Sie das also bitte klar und deutlich kommunizieren. Verbrecheransprache machen, ja, das machen wir gerne. Also welche Nummer waren das aber nochmal? 46 ist das am Ende. 46? Mhm. Okay, haben Sie da auch einen konkreten Namen von? Das ist die sogenannte Kinderficker-Mörder-Dominikaner-Bande. Achso, das steht auch am Ende. Da steht es draußen dran. Kinderficker-Mörder-Dominikaner-Bande, so heißen die. Okay, dann, ja, dann wird man das ja auch einfach finden, wenn das so steht. Das findet man sofort. Die haben jetzt nicht in Neonfarben irgendwie deutsche Mafia drüber geschrieben. Aber das ist die Kinderficker-Mörder-Dominikaner-Bande, ganz sicher. Okay, nee, das haben wir uns gut notiert. Also um 5 Uhr würden wir da mal ranfahren. Das ist sehr gut. Würden wir mal irgendwie versuchen abzuklären, was das jetzt soll. Wie heißen Sie nochmal? Ich bin Karl Philipp Trump. Aktuell in der Schweiz lebend, aber eigentlich Berliner. Ja, sagen Sie mir mal, was Sie da so mit zu berichten haben. Ja, ganz im Moment, die Kollegen funken mich gerade an. Ja, die sind tatsächlich jetzt gerade vor Ort und suchen gerade die Klingel. Noch haben die das nicht gefunden. Wie war nochmal der Name? Also wie der Name ist Kinderficker Mörder Dominikaner Bande. Ja, das gehe ich schon mal so durch. Ich schau mal, die Kollegen sind gerade im zweiten OG, also die schauen gerade noch. Noch haben die nicht gefunden. Die begeben sich jetzt ins dritte OG. Jetzt wird spannend. Also jetzt wird es wirklich spannend, muss ich sagen. Jetzt lieber ich auch ein bisschen. Naja, Sie müssen ja erstmal Kolleginnen schicken. Jetzt haben Sie da so eine spannende Geschichte erzählt, aber ich möchte ja wirklich, dass Sie da echt um 5 Uhr, dass Sie auch genau auf die Uhrzeit achten. Erst ab 5 Uhr jemanden hinschicken. Na, aber das Problem ist, Sie sind doch jetzt schon da. Es ist ja noch gar nicht 5 Uhr. Ich sage ja, Sie müssen noch warten. Warten Sie noch ab bis 5 Uhr, dann erst losschlagen. Bitte? Warten. Jetzt kein Zugriff. Wir warten bis 5 Uhr. Bis 5 Uhr warten, sicherheitshalber, weil das dann auch von der symbolischen und der Bedeutung einfach hier, also von der ganzen Bedeutung her, ist es einfach viel bedeutungsvoller, wenn Sie um 5 Uhr erst zuschlagen. Bitte warten, 5 Uhr Zugriff. Ja. Noch ist es zu früh, 20 Minuten noch warten vor der Tür und dann heißt es Zugriff. Ja, die Kollegen haben es mit, also die werden jetzt noch 20 Minuten warten. Das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut. Sie sind da richtig gut dabei, sehr gut, gefällt mir sehr gut. Ja, also das ist schon auch am Herzen. Ja, das ist sehr gut, das ist sehr, sehr gut. So muss das sein. Ja, okay, also wie machen wir denn das? Also um 5 Uhr gehen die dann rein, sollen die ihnen dann nochmal eine Mail schicken, dann wird die abgelaufen. Ich könnte Sie um 5 Uhr einfach, oder sagen wir, um 4:15 rufe ich Sie an unter der gleichen Nummer und dann können Sie mir ja berichten, wie es lief. Wir machen das mal so, Viertel nach 6 am besten, weil das wirklich ein bisschen viel. Der Einsatz wird ja wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, damit Sie da ganz sicher liegen können, damit Sie da auch ein Ergebnis bekommen. Am besten 17:45, wenn man das schicken, ja?
Viertel nach sechs. Ja, okay, vielleicht bin ich dann im Bett, eventuell. Mal sehen, ich weiß es noch nicht genau. Eventuell bin ich im Bett, dann rufe ich sie nicht um Viertel nach sechs an. Falls ich wach sein sollte, rufe ich sie an. Ich stelle mir gleich den Wecker. Na gut, dann machen wir das so, ja? Machen wir das so. Super, freut mich sehr. Freut mich sehr. Vielen Dank. Ja, danke Ihnen auch. Alles Gute. Tschüss, 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 tschüss. So, vielen Dank. Alles Gute euch. Tschüss und bis bald.